Dann geht das geschwind bergauf. So, aber jetzt ernsthafter Stationsaufbau beginnen in 3, 2, 1. Sobald er anfängt, irgendwie zu schlackern oder in eine Richtung auszubrechen, muss ich das AFC anschmeißen. Deswegen gucke ich gerade tierisch auf diesen Navball oder Navigationsball. Mach mal lieber. Es kann nicht schaden. So. 20 schalte ich es mal wieder aus. Drehe mich mal schon ein bisschen. Alles klar, ganz entspannt. So. Wie sieht's aus hier? Okay, wir kommen, sehr gut. Die Flugphase ist halt ein bisschen steiler, weil wir nicht eher lenken konnten, weil das aerodynamisch hier für eine A ist. So, 100, das passt. Wo will ich die überhaupt hinbasteln? Das ist eine gute Frage. Da ja hier bis auf 300 Kilometer Höhe Satelliten sind. Also hier gibt es ja den 200, 100k und 300k. Denke ich mal, setze ich die so bei 250 hin. Ich habe auch 500 überlegt. Tja, was denkt ihr? Denk mal, 250 ist okay.
So, jetzt kaufe ich hier einmal dieses Schrottteil weg. Ist da oben diese aerodynamische Hülle, die eh nichts gebracht hat. Tja, Name, muss ich mir später mal noch ausdenken. Erstmal möchte ich die ja auf diese Höhe kriegen hier. Ja, vorspulen. Mal hier ein bisschen auf die Sekunde achten hier. Ich glaube, bei 10 Sekunden kann ich hier Gas geben. Ich glaube, das passt. Gut, ich brauche noch einen kleinen nächsten Schub bei 10 Sekunden, dass ich noch auf der anderen Seite auch auf 250 komme. Ich möchte das so halbwegs genau haben in dem Fall. Komm noch mal ein bisschen ran hier, die paar Sekündchen. Ja, 900, 700 Meter fehlen noch, dann haben wir hier wirklich fast perfekte Umlaufbahn auf den Meter genau. Da haben wir's. Da haben wir's. Lasse es leuchten. Oh, schön. Schön, schön, schön. So viel macht's nicht, aber man sieht, was gemeint ist. Noch größere Lampen anbauen sollen. Naja, egal. So, hier haben wir sogar noch ein bisschen Treibstoff, um andere Raumschiffe dann zu betanken. Aber wir haben hier die Station. Es sieht zwar erstmal noch mickrig aus, aber die werden wir noch ausbauen. Aber wie nennen wir die? Wie nennen wir Kerbin. Nee, Space One. Station. Space Station One. SSO. Station Kerbin Alpha. Oder ist jetzt genommen? Perfekt. So. Schön, haben wir jetzt hier die Station, die nochmal schön dazwischen hängt. Und wir brauchen jetzt
Umlauf bei einem Kirbeln habe ich gemacht, so mindestens 5 Kürbis unterstützt. Also da muss ich nochmal eine nächste Ladung hochschießen. Aber die Station steht schon mal. Das ist der Punkt. So, das heißt zurück zum Bau. Da müssen wir nämlich jetzt als nächstes dieses Teil hochschießen, was 4 Kirbens fasst. Der eine ist sozusagen schon drin und dann noch 5 Vierer dazu müssten ja die 5 sein, die da gefordert sind. Richtig? Ich denke schon. So, rein in die Fahrzeugfabrik. So. Neu. Es geht ja dann sozusagen mit diesem Teil hier. Hier passen 4 Leute rein. Das wären dann aber auch gleich mal 2,5 Tonnen. Ist dann noch die Frage, welche 4 Leute ich da rein tue, aber egal. So, lass ich das per Dings-Drohne steuern? Das wird beim Docking relativ kompliziert. Deswegen habe ich darauf eigentlich keinen Bock. Wie sieht denn das mit dem Teil aus? Soweit so gut, ne, würde ich sagen. So. Damit lässt sich das steuern. Nehme ich noch mal weg. Nee, da war es noch nicht. Muss das eigentlich der sein? Sieht aber irgendwie leicht kacke aus, ne? Können wir auch nochmal Treibstoff hochjagen damit? Aber dass wir nur über den Treibstoff dieses Monopolethan gerade kriegen, das nervt mich ein little bit, muss ich sagen. Die Solarteile können wir auch hier hinsetzen. So. Haben wir noch was für die Optik? Auch das sieht irgendwie so richtig kacke aus.
Das eher. Ist halt kleine Bastelstunde. So, weil jetzt müsste ich hier, nehme ich dann wieder ein Dockingport ran. Machen wir da halt auch wieder erstmal ein Energieteil noch ran. Weil dann geht das Dockingteil irgendwie immer besser ran, als wenn ich das nicht habe. So. Genauso wie hier oben. So, das heißt auch Licht. Licht möchte ich auch haben. Vor allem auch Antennen. Und die möchte ich dann schon alle in Flugrichtung haben. Das heißt so. Jetzt zum Licht. So, das Ganze drehen. Klar, das war so, dass es nicht funktionierte. So. Möchte ich auch wieder grün haben. Fernlicht noch einbauen? So eine Art Fernlicht? Das will ich aber dann wirklich bloß zweimal. Drehen wir auch noch mal. So. Hier hinten noch Licht, genau. Die Farbe, die Farbe, die Farbe, die Farbe. Mal grün. So, was haben wir hier an Gewicht? 13 Tonnen. Und ich wette, das kriegen wir auch wieder nicht in so ein Teil rein. Na komm. Aber versuchen kann man ja alles. Ja, ich. Nee, 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 nee. 13 Tonnen ist, glaube ich, schwerer als das Kreuz.
Dann nehmen wir doch diesen Orbiter. So. Versuchen das trotzdem mit der Abdeckung. Obwohl ich nicht glaube, dass das funktionieren wird. Doch könnte. Könnte das sogar sehr gut. Okay. Ich ahne aber schon wieder, dass das total wackelig wird. Vor allen Dingen. Ich habe das Wichtigste im Prinzip noch vergessen. Ohne dass ein Docking richtig, richtig scheiße werden wird. Nämlich diese netten Teile. So. Perfekt sieht das eigentlich aus. So. Ich habe jetzt also Düsen, die hier seitlich weggehen, nach unten und oben. Es müsste funktionieren. Wenn nicht, oh, große Kacke. So, mal kurz durchgeschaut. Start, Abtrennung, Abtrennung, Start, Abtrennung, Abtrennung, Trennung, Trennung. So. Kommandokapsel. Da wir vier Dinger. Da sind wir wirklich einmal komplett ausgelastet. Ich würde erstmal die Techniker reinknallen. So. Dann habe ich keinen Piloten mehr. Stationskabine. Erstmal überhaupt gucken, ob das überhaupt startet. Und wie es startet. Das ist ja auch noch so ein Ding. Und dann kriegen wir das Docking noch hin und dann ist für diesmal schon fast Feierabend wieder.
Und den Mondorbiter sollte man nochmal starten, weil wir ja die Umlaufbahn nicht gemacht haben. Wir haben dann keine Piloten mehr.